Normalerweise geht Helen nicht einfach so mit fremden Männern mit. Aber von diesem Mann weiß sie, dass er ein neues UKE bauen will. Eines, das nur für kranke Kinder da ist. Und das findet die Fünfjährige richtig klasse. Helen hat auch schon sehr genaue Vorstellungen davon, was dort alles rein soll. Ein Barbiehaus. Das Barbiehaus soll lila-pinke gestreift sein. Und im Badezimmer muss eine Toilette sein und ein Waschbecken. Von einem Barbiehaus war bei der Pressekonferenz zum ersten Spatenstich zwar keine Rede, aber der stellvertretende ärztliche Direktor Professor Gerloff versprach, dass das neue Kinder-UKE genauso schön werden soll wie die große Klinik für die Erwachsenen. Zurzeit werden die kleinen Patienten des UKE in vielen verschiedenen Gebäuden behandelt. Dort fehlt es an Platz. Die Mütter schlafen seit vielen Wochen bei ihren krebskranken Töchtern. Die Mädchen brauchen nach Operationen, Chemo und Bestrahlung die Nähe zu den Eltern, auch nachts. Wir brauchen ja mal Hilfe beim Waschen und allem, aber vorher wollen sich halt die Eltern ein bisschen frisch machen. Und hier ist nur ein Klo und Badezimmer halt für die Eltern, das ist ziemlich klein und da müssen die dann immer anstehen und dann müssen wir halt warten, bis wir uns fertig machen können, weil unsere Eltern warten müssen. Mir fehlt Raum für die großen Kinder, weil die Kleinkinder haben hier ganz viel Raum. Die können draußen spielen, haben da draußen zum Beispiel solche Autos zum Fahren oder so und haben halt das große Spielzimmer. Und wir haben hier nur so einen kleinen Raum, wo ein Fernseher drin steht. Der kleine Adam hat schon viele Monate im Krankenhaus verbracht. Er leidet an einer seltenen Erkrankung. Dank der Hilfe der Ärzte und Schwestern ist er jetzt auf einem guten Weg. Wenn das neue Kinder-UKE fertig ist, wird Helen bereits zur Schule gehen. Und ihr kleiner Bruder Hannes wird dann fast so alt sein wie seine große Schwester jetzt. Helen wird dann längst nicht mehr von einem Barbiehaus träumen. Sollte sie im Herbst 2017 in die neue Kinderklinik müssen, wird sie wahrscheinlich nach einer Playstation oder einem Laptop verlangen. Aber das UKE kennt die Wünsche kleiner Mädchen, die langsam größer werden. Und die meisten davon werden auch erfüllt. Versprochen. Die neue Kinderklinik, ein sehr schönes und ein sehr dringendes Projekt am UKE. Professor Dr. Anja Mundhau ist jetzt bei uns. Sie sind die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des UKE. Wir haben eben im Beitrag gesehen, warum sich die Kinder so auf die neue Klinik freuen. Warum freuen Sie sich? Ich sehe unsere Aufgabe am UKE, dass wir uns um die Kinder mit komplexen, mit seltenen Erkrankungen kümmern, also um die allerschwerstkranken Kinder. Und ich freue mich auf drei Dinge. Das eine ist, dass wir Hochleistungsmedizin in ganz moderner Atmosphäre anbieten können. Mhm. Zweitens, und ich glaube, das wird die allergrößte Stärke der neuen Kinderklinik sein, dass wir Kollegen aller Disziplinen unter einem Dach haben, dass der Kinderarzt mit dem Kinderkrebsspezialisten, mit dem Kinderradiologen, mit dem Transplantationsmediziner unter einem Dach zusammenarbeiten kann, die Wege sehr kurz sind und damit die Qualität für die Patienten sicher besser wird. Mhm. Und das Dritte und für mich vielleicht Wichtigste ist, dass all diese Hochleistungsmedizin eben in einer Atmosphäre stattfindet, in dem sich eine Familie in einer Krisensituation, die es eben ist, wenn ein schwer krankes Kind in der Familie ist, wohlfühlen kann. Dass sie einen Ort haben, wo sie gerne hinkommen und wo nicht der Ort per se Angst verursacht, sondern eben Angst abbaut. Das ist sehr, sehr wichtig, das psychologische Moment, was da immer eine Rolle spielt. Wir haben eben einen kleinen Jungen gesehen in dem Film, Adam hieß der mit den schönen großen Augen, der leidet an einer seltenen Erkrankung. Was wird denn für Kinder, die an seltenen Erkrankungen leiden, durch die neue Klinik besser? Adam hat davon profitiert, dass die Forschung sehr erfolgreich war in den letzten Jahren. Und ein Patient mit einer Erkrankung, wie er sie hat, hat vor 10 Jahren ein unglaubliches Martyrium durchstehen müssen. Und Adam hat heute von einer neuen Therapieoption profitiert. Und ich glaube, es ist Aufgabe einer Universitätskinderklinik, eben die Forschung dem Patienten sehr direkt zur Verfügung zu stellen. Wir selber betreiben viel Forschung, wollen die Forschung auch weiter ausbauen und wollen tatsächlich zum wissenschaftlichen Fortschritt beitragen, der dann aber auch sehr direkt dem Patienten zugutekommt. Wir haben die beiden Mädchen auch gesehen, die schon 14 waren, Marie-Sophie und Emma. Die haben schon so ein bisschen über ihre Probleme erzählt, die entstehen, wenn man lange im Krankenhaus sein müssen.
muss wie die beiden. Was kann man denn für solche Patienten verbessern? Wir haben Patienten, die sind 270 Tage im Jahr im Krankenhaus und diese beiden gehören sicher dazu. Und was wir manchmal vergessen, ist, dass diese Kinder nicht nur Patienten sind, sondern auch Kinder sind. Das heißt, dafür müssen wir Raum schaffen und dazu gehört zum Beispiel Schulpflicht. Wir haben Kinder, die eine Schulpflicht oder eine Schulbildung brauchen, auch wenn sie krank sind, weil sie sonst von einem Handicap noch ein zweites hinzubekommen. Oder sie haben Geschwister. Es ist ganz schwierig, in einer so großen Klinik die Familien zusammenzuführen und Orte zu haben, wo die, das kranke Kind seinen gesunden Geschwistern begegnen kann, mit den Eltern zum Beispiel am Wochenende zusammen sein kann, wo eben Dinge stattfinden können, die nichts mit Krankheit zu tun haben, sondern einfach nur mit dem Kind sein. Und das sind Dinge, glaube ich, auf die man sehr achten muss und die aber auch sehr viel Geld kosten. Geld ist mein Stichwort. Ich denke mal, dass wahrscheinlich vieles von dem, was Sie sich wünschen, sich umsetzen lässt, aber einiges vielleicht auch nicht. Worauf würden Sie auf keinen Fall verzichten wollen? Ich glaube, es ist relativ leicht möglich, diesen medizinischen Standard, den wir jetzt auch haben, zu gewährleisten. Schwierig wird es eben bei diesen Add-ons, also diesen Dingen, die extra sind. Und da möchte ich auf gar keinen Fall auf Orte verzichten, die für alle Altersgruppen einen Rückzugsort bilden. Und das müssen wir umsetzen, weil die Kinder einfach zu lange bei uns sind, um nur Medizin zu erleben. Und da werde ich alles dran setzen, dass wir das schaffen. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg dabei.